Mein Beruf ist Fotograf und ich wollte das immer schon machen. Ich habe mal Fachinformatik gelernt, habe dann auch 2 Jahre da gearbeitet in dem Institut, wo ich es gelernt habe. Und habe dann aber damit aufgehört, weil mir das zu langweilig war. Und ich denke mir eben, man muss das machen, wozu man sich berufen fühlt. Und man ist so viel im Büro und bei der Arbeit, dann muss das auch Spaß machen. Dann kann man sich nicht jeden Tag irgendwo hinquälen. Und dann, wenn der Beruf keinen Spaß macht, da sich totlangweilen den ganzen Tag. Johannes Meyerhofer ist seit seiner Kindheit von der Fotografie begeistert. Am liebsten macht er Porträts, wird aber auch oft für große Events gebucht. Johannes ist kein gewöhnlicher Fotograf. Man sieht das ja, ich habe von meiner Zeit meiner Geburt quasi, sehe ich nur auf einem Auge. Und ich habe mir das zum Vorteil gemacht, weil ich die Umgebung quasi wie die Kamera sehe. Während andere Menschen an der Kamera ein Auge zukneifen müssen, ist er es gewohnt, nur mit einem Auge zu sehen, also zweidimensional. Immer wieder arbeitet er auch an eigenen Projekten. Besonders wichtig ist ihm das Projekt Kein Widerspruch. Da geht es um Leute, um Menschen mit einer Behinderung, körperlich oder geistig, und die sich diese Behinderung aber quasi zum Vorteil gedreht haben und ein cooles Projekt aufgebaut haben oder auch selbstständig sind, und die werden auf der Seite vorgestellt und ich mache Fotos von den Leuten und die schreiben einen Text dazu. Einer davon ist der Schauspieler John Patrick Gard. Ich habe durch eine Frühgeburt eine Spastik, die wirkt sich bei mir eigentlich mehr auf die Beine aus, aber sie hat mich halt auch nicht daran gehindert, meinen Beruf auszuüben. Ich bin Schauspieler, ich habe 2004 meine Schauspielausbildung abgeschlossen. Ja, und seit 2004 mache ich das jetzt. In den letzten Jahren hat John als Schauspieler sogar Workshops für Vorsprechen gegeben. Außerdem hat er in einigen Fernsehproduktionen mitgespielt. Hallo, guten Abend. Hi. Guten Abend. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Wie ist denn die Geburt verlaufen? Ich habe immer schon gerne Theater gespielt und dann dachte ich mir, warum soll ich nicht einfach mal probieren, bei Schauspielschulen vorzusprechen. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb eines Dreivierteljahres bei 40, 50 Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum vorgesprochen. Bin überall rausgeflogen, weil die gesagt haben, du bist gut, aber wir können dich nicht ausbilden wegen deiner Behinderung oder wir wollen dich nicht ausbilden. Und dann durch einen Zufall hat sich dann doch ergeben, dass sie mir gesagt haben, gut, wir geben dir eine Chance, wir probieren einfach mal, ob es klappt. Er unterstützt das Projekt Kein Widerspruch, weil er will, dass auch andere eingeschränkte Menschen an ihre Träume glauben. Die einzigen, die mich behindern, sind eigentlich die anderen Leute, die in Anführungszeichen nicht Behinderten, die durch ihre Einstellung eigentlich viel behinderter sind als wir, ja, und uns permanent mehr behindern, als wir eigentlich die Problematik haben. Weil wir haben ja keine Problematik.